Easy do it. Mach's doch. Oder auch mit kreisenden Bewegungen schleifen. Einen mittelfesten Polierteller auswählen. Auch hier wieder alles gut mit Wasser benetzen. Im ersten Arbeitsgang habe ich Polierpaste von Velpro Kratzer entfernen verwendet. Im zweiten Arbeitsgang kam die grobe Schleifpolitur Heavy Cut H802 von Koch Chemie zum Einsatz. Ab dieser Polierstufe wird ohne den Zusatz von Wasser gearbeitet.
Für die finale Politur habe ich Microcut and Finish P301 von Koch Chemie verwendet. So, geschafft. Jetzt noch mit klarem Wasser abspülen. Der erste Eindruck überzeugt mich total. Von den Steinschlägen, den matten Bereichen ist nichts mehr zu sehen. Mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden. Ah, beinahe hätte ich es vergessen. Die zwei Nebelscheinwerfer habe ich bei dieser Gelegenheit natürlich auch gleich mitgemacht. Aber ehrlich, die trüben Nebelscheinwerfer fielen erst richtig auf, nachdem ich die klaren Scheinwerfer darüber gesehen hatte. Dazu sind die gleichen Schritte wie zu Anfang auch wieder notwendig. Am besten baut er die Nebelscheinwerfer dazu aus. Aber es funktioniert auch in eingebautem Zustand. Ist natürlich sehr fummelig, aber es geht auch so. So, zum Abschluss noch eine kleine Diashow. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch der Meinung seid, das Ergebnis kann sich sehen lassen, gebt mir einen Daumen nach oben. Ist für mich die größte Motivation, das nächste Video in Angriff zu nehmen. Bis dann, euer EasyDoIt. Macht's gut und bleibt gesund.